erst nach der Show. Ehrlich? So. Ich fühle mich sehr gelassen, es war eine super Show, es geht mir sehr, sehr gut und ich habe die Show im Monitor verfolgt und es war eine tolle Show, es hat mir sehr gut gefallen und die Mädels sahen super aus. Also die Friseure, Sean, Reim Kahn Friseur, hat eine tolle Arbeit gemacht und auch die Make-up-Leute von Berlin, die haben einen tollen Job gemacht. Also unsere Kollektion in dem Sinne hat sich ja jetzt nicht so dermaßen geändert zu den letzten. Wir arbeiten halt sehr feminin, wir wollen ja, dass eine Frau toll ausschaut. Und bei uns hat halt ein Kleid Busentaille Hüfte. Und uns, sagen wir es mal so, wir erklären uns, wir unterscheiden uns zu anderen Designern von der Schnittführung und ja, von den Details. Und wir machen halt auch tolle Abendkleider. Und ich denke auch, die Tageskleider kann man sehr gut tragen. Ich finde, es ist eine super Veranstaltung. Ich finde das sehr, sehr toll, dass Mercedes-Benz Leute, ihre Kunden, für so einen schönen Abend einlädt, sie auch bewirtet, ein tolles Essen auf die Beine stellt. Ich meine, die Location ist der Hammer, die Dekoration, super Job gemacht. Und als Highlight ein Designer reinholt während Fashion Week, perfekt, was will man mehr? Berlin entwickelt sich. Und das ist gut so. Es muss weiter sich entwickeln und es kann zu einer sehr großen, guten Modenstadt werden. Berlin hat sehr viel zu bieten und die Fashion Week ist eine kleine Sache, die am Wachsen ist. Super. Danke.